kurze Zeit lebt. Sagt die Welt, dass ihr zu früh geht. Wer Mensch lange Zeit lebt, sagt die Welt, es ist Zeit. Meine Freundin ist schön, als ich aufstand, ist sie gegangen. Weckt sie nicht, bis sie sich regt. Ich hab mich in ihren Schatten gelegt. Tja, wie fing denn nur alles an? Es ist ja nicht so, dass der Lehrer in der 7. oder 8. Klasse sagt, du wirst Szenenbildner oder Bühnenbildner. Der Kunstmaler, bei dem ich Zeichenunterricht hatte, der meinte, naja, also das Gescheiteste ist, wenn du erstmal einen Beruf lernst, der mit Malen zu tun hat, wo du mit Farben vertraut wirst, mit den ganzen Techniken. Lern doch erstmal Maler und es wird sich dann schon entscheiden, ob du weitermachen wirst. Also ich glaube, hast eine gute Grundlage, kannst Geld verdienen, kannst davon leben, wenn du auch ein Maler bist, und das wäre schon nicht schlecht. Über eine Menge meiner Entwürfe für DEFA-Spielfilme und Fernsehfilme sind ja an dem Platz hier entstanden. Denn im Trubel des Studios, da konntest du die Zeichnung und dich richtig konzentrieren, konntest nicht. Es ging ja von früh bis abends Telefon und Beaufsichtigen der Werkstätten und Außenaufnahmen, das war alles. Hier im Prinzip ist seit 20 Jahren das, was ich so ein bisschen tat. Naja, gut, einen Teil habe ich schon im Studio gemacht. Aber also ich zeige hier praktisch nur zwei Beispiele. Das ist also der Neubau, in dem der Paul wohnte, und hier ist der Ausblick aus der Garage. Später die berühmte Szene da, wo Paul mit seinem Auto am Auto bastelt, dann das Tor aufgeht. Die Garage stand natürlich nicht, die musste ich bauen. Schon aus dem Grunde, weil wir sie ja uns filmgerecht bauen mussten. Wir mussten ja verschiedene Seiten rausnehmen können, um mit der Kamera Bewegungsfreiheit zu haben. So soll er mal aussehen. Schick. Das ist natürlich eine der Hauptaufgaben, meine Aufgaben, wie wir als Szenenbildner, Vorschläge zu machen, wo kann man das drehen. Das eine war vorgegeben, hatten wir darüber gesprochen, rechts der Neubau, gegenüber ein Altbau. Den zu finden war nicht einfach, aber ich kannte Berlin, kann jetzt nicht genau sagen, ob ich 3, 4 Motive vorgeschlagen hatte, welche dann, aber entscheidend war ja, dass das dann in der Singerstraße genommen wurde. Ja, also hier in der Stralauer Bucht haben wir diese bekannte Szene mit dem Kahn gedreht, das, die Traumszene. Das ist dann natürlich Kameramanns Sache, diese Dinge dann umzusetzen, wenn ich das, muss der Wind sein, das ist natürlich alles wahnsinnig bunt. Es war damals, das kam die Pop-Art auf, so in diesen Jahren. Und wir haben natürlich das, diese Dinge sind hier alle, wollen wir sagen, intuitiv entstanden. Oft ist früh erst der Kahn zur Verfügung gewesen, um 10 drehfertig. Da musste natürlich alles stimmen, und das Segel hatten wir wohl vorher schon, aber der Kahn kam angefangen. Das ist hier der Stralauer Bucht. Einige Jahre nach dem Film Bis das der Tote Scheide kam, sprach mich Jürgen Brau an, ob ich nicht mit Frank Bayer gemeinsam machen wollte, im Film Das Versteck. Machte mir insofern Spaß, dass ich erstmal die Chance hatte, mit Frank Bayer was zu machen. Und lag mir auch der ganze Stoff, die ganze Geschichte, Verhältnis zwischen Mann, Frau, das ganze Problematik, fand ich schon sehr interessant, das Buch. Und es war natürlich auch eine sehr heitere und lustige Geschichte. Kennst du dich hier aus? Ja.
Wo ist denn hier ein Bäcker? Da. Wo da? In der zweiten Ecke links. Und ein Fleischer? Gegenüber vom Bäcker. Tausend Dank. Und ein Blumenladen? Gibt's hier nicht. Sprichst wohl nicht so gerne, oder? Nee. Isst du denn wenigstens gerne Bonbons? Nee. Trifft dich gut, ich habe auch keine. Ich hatte also wieder die Aufgabe, die einzelnen Motive zu suchen und zusammenzustellen, vorzuschlagen, die wir dann wieder gemeinsam abgefahren sind, neue dazugekommen sind. Und wie bei allen Filmen machte ich eigentlich so eine Art, neben einer Motivsuche, auch so eine Art Farbkomposition. Also Farbfilm bedeutet ja nicht Buntfilm. Das heißt, die Farbe hatte immer meiner Meinung nach eine gewisse, sollte eigentlich die ganze Szene unterstreichen oder mithelfen, stimmungsmäßig zum Publikum zu führen. Zum Beispiel bei Paul und Paula waren wir, also die Rummelszenen mussten bunt sein und dagegen ruhig abgesetzt die Innenräume. Und hier bei diesem Film habe ich erstmal eine Farbkonzeption gemacht der einzelnen Hauptmotive. Das ist hier ganz gut zu erkennen, wie ich im Grunde genommen zurückhaltend, aber farbig, aber nicht bunt, versuchte die einzelnen Innenräume zu konzipieren. Das gefiel wohl ganz gut und wir haben das auch im Wesentlichen durchgehalten. Am Pfanne. Eine der bekanntesten Szenen wahrscheinlich als mit Manne Krug, wie die Skat spielen. Hier habe ich mal versucht, die Szene, so habe ich mehrere Skizzen von der Sache, aber das, den Skat-Tisch, große Lampe und fast wie so ein richtiger Spieltisch, den also der Skat-Abend wichtiger war als das Familienleben. 20 habe ich und weg. Und die 1? Fortgeflogen. Hätte die auch gefunden. Wird ein Null. Und da kriegst du ein Kontra drauf. Ja. Eingeben, Herr, und sagen, ich bin Frau, nun los. 18. Ach, weißt du was? Weg. 20. Steht. Na, weg. Na los. Pico ist der Weitspecht. Wanda. Süße. Wer kommt raus? Ecke. Haben wir irgendwo noch ein paar Bier? Das waren so meine Vorschläge. Dasselbe versuchte ich auch außen zu realisieren. Die letzte Szene war, wie er im Frust dagegen einen Stein, einen Findling fährt. Mit seinem Auto kommt er hier auf der Landstraße an, also grau. Und hier stößt er dann auf den Findling. Der Findling war natürlich von uns gebaut. Man sieht es leider auch im Film, wie das Auto dagegen fährt. Wissen jetzt, ist das Pappmaché, die Styroporfelsen. Natürlich kommt er ins Wackeln, aber man kann, ich vermute stark, wenn er so im Frust gegen den Stein fährt, der nicht schon ewig steht, dass der auch ins Wackeln kommt. Oh Mann, ist das ein Sonntag. Es ist ja so, von 54 Filmen sind ja so, na sagen wir mal, 8 bis 10 ans Herz gewachsen, die du gerne gemacht hast. Die anderen waren immer mit einem gewissen Einsatz gemacht, das musste sein, du konntest sie nicht daneben nebenher laufen und sagen, was wird. So musste sie schon engagieren, aber an Herz gewachsen sind vielleicht von den 54 Filmen, die ich bisher gemacht habe, so 8 bis 10 geblieben. Und hier unter anderem der Film über Pestalozzi. Pestalozzi war eine Co-Produktion mit einer Schweizer Filmproduktion, Zürich Film, glaube ich, heißt sie. Pestalozzi muss ich nicht groß erklären, das ist ein ganz weltbekannter, kann man sagen, der also Schriftsteller, an sich ist er Lehrer, der also, wollen wir sagen, die untersten Schichten, Bauern und
Arbeitslose, also in dem Sinne richtig arme Bauern, sagt die Kinder der Bauern, müssen lesen und schreiben können. Und er hat sich sehr bemüht, da einen richtigen Lehrplan wissenschaftlich zu erarbeiten, der auch jetzt in die ganze Historie eingegangen ist. Und heute noch wird Pestalozzi in der Schweiz besonders, aber in der ganzen Welt, wir kennen hier überall, in fast jeder größeren Stadt, findest du die Pestalozzi-Straße, die dann nach ihm benannt ist. Wo sind die Kinder? Ich muss mich um die Kinder kümmern. Was sie leisten, tun sie für die helvetische Regierung. Es geht mir um die Kinder. Ich mache aus ihnen freie Menschen und mache sie mündig. Aber die Kinder haben auch Eltern. Und sie haben es mit katholischen Bauernschädeln zu tun. Und die sind härter als Granit. Da war natürlich das Interessante für Pestalozzi überhaupt. Und er lebte natürlich in der Schweiz. Und da hieß es für mich, in einem unbekannten Land Motive zu suchen. Mit Hilfe des Regisseurs, der mir erstmal die ganze Problematik zusammengetragen haben, bin ich natürlich dann kreuz und quer mit dem Regisseur oder auch alleine durch die Schweiz gefahren, um das einzelne Motiv zu suchen. Die Vereinbarung lief so, die Außenmotive sollten in der Schweiz gedreht werden, ganz klar, aber die ganzen Dekorationen waren im Studio geplant.